Geboren und aufgewachsen bin ich im Bayerischen Wald. Zum FCK gekommen bin ich durch meinen Vater. Der war damals im Bayerischen Wald auch schon FCK-Fan. Der einzige weit und breit, aber aus tiefster innerer Überzeugung. Und ja, bei uns zu Hause lief jeden Samstagnachmittag live aus dem Stadion im Radio. Ich komme aus der Region Frankenthal, also ist Vorderpfalz. Ich komme zum FCK familienbedingt. Das ist quasi, ich bin schon quasi mit den Chromosomen auf die Welt gekommen. Und mein Opa hat mich als erstes Mal zum FCK gebracht, 90 gegen Wattenscheid. Das wäre bis heute noch 1-1, Marco Haber, 28 Minuten. Ja, ich komme aus Südhessen, bin aber in Worms geboren und ja, vor ungefähr 45 Jahren hat mich mal ein Kumpel mit auf der Betze geschleppt und in der Westkurve hat mir es dann halt gefallen und so bin ich dann auch beim FCK hängen geblieben. Ich komme aus Schifferstadt, aus dem schönen vorderpfälzischen Schifferstadt und bin seit Kindesbeinen an FCK-Fan. Also Vater hat mich 1991, glaube ich, war es, 91, 92, die Werder Bremen das erste Mal mit hochgenommen und dann war es vorbei. Dann 93 folgte die erste Dauerkarte und ein paar Jahre später dann Mitglied. Ja, einmal da oben, einmal lauter, immer lauter, sagt man so schön, es ist einfach so. Also die Stimmung hatte ich gebannt, die Eltern haben dich mit hochgenommen früher und seitdem war es um mich geschehen. Da kam in der Sportschau eine Reportage, dass die Zahl der Mitglieder trotz des Abstiegs oder vielleicht auch wegen dem Abstieg ganz enorm gestiegen sind. Das hat mich damals sehr bewegt und wirklich beeindruckt. Und da habe ich mir einfach gedacht, da will ich Teil davon sein. Da will ich auch zeigen, dass ich auch trotz dieser schweren Zeit zum Verein stehe. Und das ist bis heute ja so geblieben. Ja, das muss ich jetzt noch als Kämpfer manchmal mit der Luft, wenn ich über so Sachen rede. Ich würde sagen, Köln, das letzte Spiel, wo wir nicht abgestiegen sind. Köln ist sowieso schon aufgestiegen, aber es war ein geiles Spiel. Auch wo dann angefangen hat, Fritz Walter wird da eingesetzt. Und so war richtig geil. Das war für mich eigentlich der schönste Augenblick. Obwohl ich viel Gutes sah, Champions League oben gesehen habe, alles Mögliche. Meisterschaften mitgemacht, zwei. Ja, für mich ganz speziell auch geprägt von einem Norbert Hinnes. Norbert war immer für alle da. Du hast ihn ansprechen können. Wenn du Norbert, wenn du einen Brief hingeschrieben hast, dann hast du auch eine Antwort bekommen. Und auch im Stadion. Du hast mit den Leuten reden können. Es war eine Fannähe da. Und so die FCK-Familie, wie man immer sagt, von damals, das war schon immer was Prägendes. Ich muss sagen, nach der deutschen Meisterschaft war die emotionalste Erinnerung meinerseits der Fastabstieg damals, als wir gegen Köln spielen mussten, am letzten Spieltag das Spiel gewinnen mussten. Es fing an zu regnen, das sieht schon im Stadion, das Spiel ist aus und du heulst einfach nur Rotz und Wasser und das war mein emotionalster Moment eigentlich. Aber mit der Ausgliederung ist es eigentlich noch wichtiger, Mitglied zu sein, denn der e.V. braucht einfach unsere Unterstützung, unsere Stimme. Mitglied im e.V. sollte man deshalb werden, A, um den Verein zu unterstützen, B, du kannst bei der Mitgliederversammlung mitbestimmen, ganz einfach. Klar, man entscheidet vielleicht nicht immer richtig, hat man in der Vergangenheit auch gesehen, aber wenn man sich ein bisschen Gedanken gemacht über handelnde Personen, man hat einfach die Entscheidung, oder man kann mitbestimmen im Verein und deswegen sollte man eigentlich den Verein unterstützen und auch Mitglied werden. Also es ist einfach, für mich ist, ja, wie Familie. Ich wünsche mir natürlich, dass die Zahl der Mitglieder steigt.